Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe heute ein etwas anderes Video. Ich habe schon mal das gleiche Video gemacht über den Audi A6 und habe euch da auf der gleichen Strecke übrigens zufällig etwas über die Assistenzsysteme erklärt, wie diese funktionieren, und habe das Fahrzeug mal auf der Autobahn getestet, auf Langstreckentauglichkeit, Effizienz und Funktionalität. Und ich bin heute unterwegs im Golf 7 GTI Performance. Das ist das Facelift-Modell der Golf 7 Baureihe. Wir sehen schon hier alleine am Virtual Cockpit, was es ja im Vor-Facelift noch nicht gab, dass wir hier im Facelift sitzen. Ja, das Fahrzeug hat, soweit ich weiß, Vollausstattung. Ich fahre den Wagen jetzt aktuell testweise. Hat mir freundlicherweise ein Bekannter von mir zur Verfügung gestellt. Und von daher wollen wir heute mal darüber sprechen, was hat das Fahrzeug an Assistenzsystem, wie funktionieren diese gut und wie effizient ist das Fahrzeug. Ich denke, einen kleinen Beschleunigungstest mache ich für euch auch. Ja, fangen wir an mit den Assistenzsystemen. Wir können schon sehen hier im Virtual Cockpit Display, wir fahren einem Fahrzeug hinterher, das zeigt er uns auch hier schön an. Das bedeutet, wir haben den ACC, die Adaptive Cruise Control, aktiviert und gleichzeitig die Active Lane Assist, dass das Fahrzeug von alleine die Spur hält. Wir können sehen, die Assistenten hier am Blinkerhebel, einmal in der Seitentaste, da werden uns alle Assistenten angezeigt, die wir haben. Das ist einmal der Lane Assist, der Blind Spot, das ist der Totwinkelassistent, Auspackassistent und Front Assist. Front Assist ist einfach nur ein Unfallwarnsystem, dass wir nicht auf dem Stauende unaufmerksam auffahren oder ähnliches, ein Unfall vielleicht. Ja, ich habe jetzt beide Assistenten aktiviert, die wir benötigen, um hier erstmal hinter dem Fahrzeug selbstständig herzufahren. Ich kann das Lenkrad auch jetzt loslassen in dem Sinne und kann das Fahrzeug erstmal machen lassen und wir schauen mal, was passiert. Ich fasse das Lenkrad auch immer noch nicht an. Okay, jetzt warnt er mich das erste Mal und sagt, bitte Lenkung übernehmen. Fährt allerdings weiter dem Fahrzeug hinterher, ohne irgendwelche Anstanden zu machen. Okay, übernimmt auch weiterhin die Lenkung. Er spielt übrigens an der Stelle, okay, jetzt warnt er mich etwas lauter. Er spielt übrigens an der Stelle keine Rolle. Okay, er hat jetzt das erste Mal gebremst. Versucht mich hier. Und jetzt würde er quasi, wir haben hinter uns ein Fahrzeug, deswegen habe ich das jetzt nicht weiter fortgeführt. Wir haben jetzt quasi den Emergency-Assistenten aktiviert. Das bedeutet, wenn wir weiterhin auf die ganzen Warnsignale nicht aktivieren und trotzdem die Lenkung nicht wieder übernehmen, würde das Fahrzeug tatsächlich weiter versuchen, uns wachzurütteln mit Bremsmanövern, würde im schlimmsten Notfall, sobald dieser Emergency Assist greift, das Fahrzeug bis zum Stillstand langsam, also möglichst sicher herunterbremsen, hätte auch das Warnblinklicht eingeschaltet und hätte dann das Fahrzeug ganz langsam und sicher bis zum Stillstand verzögert. Klar ist das auf der Autobahn vielleicht auch nicht ganz so genial, wenn man jetzt auf der Fahrbahn steht. Allerdings ist es besser, als wenn der Fahrer nicht mehr bei Bewusstsein ist und das Fahrzeug steuert irgendwo gegen eine Leitplanke oder schlimmstenfalls in andere Fahrzeuge rein. Von daher eine sehr gute Sache und ich finde, das funktioniert auch ganz gut. Und ich finde es sehr sicher, dass das Fahrzeug weiterhin die Kontrolle behält, falls der Fahrer wirklich nicht bei Bewusstsein sein sollte und keinen Unfall produziert und von daher, oder verursacht. Von daher schon mal ein sehr sinnvolles System. Und ich finde auch, man konnte die Hand jetzt ganz schön lange vom Lenkrad lassen, ohne dass das Fahrzeug irgendwie aufgehört hat, der Spur zu folgen. Und von daher funktioniert das sehr gut. Ansonsten kann man sagen zu dem Fahrzeug, wir können uns die Geschwindigkeit über die Tasten unten, ihr könnt sehen, 150 km/h, ich stelle es mal wieder auf 120, wir können uns das verstellen. Das Fahrzeug hält aber natürlich immer den gesetzlichen Mindestabstand. Wir können den Abstand verringern. Jetzt habe ich ihn mal auf Mindestabstand, gesetzlichen Mindestabstand verringert. Wir kommen auch dem Fahrzeug langsam etwas näher. Aber näher fährt er nicht ran. Und jetzt können wir mal sehen im Spiegel, der Tonwinkelassistent. Ich lasse mal auf den Spiegel die Kamera, weil da kommt gleich noch ein Auto. Dann könnt ihr das mal sehen, was dann passiert. Außen am Spiegel ist ein kleines Fahrzeug. Das wird gleich orange aufleuchten. Jetzt, wenn ich jetzt blinke, blinkt er auf und zeigt mir, ich kann gerade die Spur nicht wechseln. Das ist eine sehr gute Sache, finde ich, da wir quasi immer vorgewarnt werden über den Blindspot-Assistenten.
pass auf, da ist ein Fahrzeug im toten Winkel, du kannst jetzt die Spur nicht verlassen, finde ich immer sehr, sehr positiv. Es macht übrigens keinen Unterschied, das wollte ich gerade noch sagen, ob wir jetzt in einem normalen Golf 7 oder in einem Golf 7 GTI Performance, wie auch immer, sitzen, Golf R, macht alles keinen Unterschied. Die Assistenten sind immer gleich und funktionieren auch gleich. Von daher kann man das jetzt hier mal als generelles Video über die Assistenten eines Golf 7 Facelift sehen und nicht eines Golf 7 GTIs. Das nur nochmal zur Info an der Stelle. Wir können mal schauen, wir fahren jetzt die ganze Zeit im Tempomat-Modus mit ungefähr 100 km/h dem Fahrzeug vor uns hinterher. Wir können mal sehen, wie sich der Verbrauch entwickelt hat. Den habe ich gerade zurückgesetzt. Dafür müssen wir hier an den Tasten das Virtual Cockpit umschalten. Auf die Fahrdaten und haben einen Durchschnittsverbrauch von 6,5 Liter, was ich schon mal sehr vernünftig finde. Finde ich sehr, sehr gut. Wir können uns übrigens auch hier über das Virtual Cockpit eine Navigationsansicht anmachen. Finde ich sehr cool. Drehzahlmesser und Tachometer wird kleiner, dass wir mehr von der Navigationsansicht haben. Finde ich wirklich sehr gut gemacht. Sehr, sehr gute Sache. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch das normale Navigationsdisplay oder Infotainment-Display, wo wir uns auch eine Navigator anzeigen lassen können. Von daher immer ausreichend Fläche. Klar, es ist jetzt nicht jeder Freund davon, der eine findet das nicht so toll, der andere dafür umso besser. Ich finde es gut. Der eine sagt, wenn ich doch hier ein Display habe, warum brauche ich dann noch das Virtual Cockpit? Ich finde, so kann man sich etwas besser aufteilen, was man sehen möchte. Man kann sich hier zum Beispiel im Bordcomputer die Fahrdaten anzeigen lassen, wie Verbrauch, Reichweite etc. Oder kann sich parallel über das Telefonbuch eine Nummer zum Beispiel über die Freisprechrichtung anrufen und hier die Navigationsansicht lassen oder andersherum. Und von daher bietet einem das einfach mehr Freiraum, hier zu entscheiden, was möchte ich sehen in dem Virtual Cockpit Display und in dem normalen Infotainment Display. So, meine Lieben, leider hat mich der Ton ab dieser Stelle im Stich gelassen, deswegen muss ich das einmal nachvertonen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen was über die Assistenzsysteme im Golf 7 bzw. Golf 7 GTI Facelift erzählen und veranschaulichen. Falls ihr zu diesem Fahrzeug einen kompletten Test sehen möchtet, ein richtiges Ultimate Car Check Review, ist das kein Problem. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich das noch nachholen. Und im Anschluss vom Video folgt noch ein kleiner Beschleunigungstest von 0 bis geht nicht mehr, ich meine 255. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Timo von Ultimate Car Check.